Hier ist Fat Fred von Fatspielen.de mit der nächsten Partie, der 35. Partie Let's Play SimCity. Und wir sind hier in meinem neuen Projekt am Start. Das ist die Stadt Fat Tech, die ebenso strukturiert aussehen soll wie Fat Industries, aber dafür eine richtig schöne, moderne, hochtechnologisierte Industriestadt werden soll, wo sich alles um das Thema High-End, High-Tech und alles mögliche dreht. Und ich würde sagen, wir werden nach und nach mal die großartigen Pläne meiner Minister und meiner Zuschauer beherzigen. Das erste, was jemandem von euch aufgefallen ist, und das war Alan De Silva, mein Wirtschaftsminister. Der hat gesagt, ich sollte hier mal die Kreuzung am Straßeneingang, am Stadteingang kappen, damit wir hier nicht große Staus an der Autobahn oder sonst wo haben. Wir wollen das doch gleich mal machen und wollen hier diesen Bereich demnach, zack, da fahrt ihr nicht lang, erledigen. So, wir können eigentlich auch nochmal hier das dementsprechend so kürzen, dass wir hier unsere Bäumchenreihe gleich weiter fortführen können. Na, seht ihr, das sieht auch schon viel, viel schöner aus. Also gehen wir wieder auf Natur und begrünen auch noch hier den Eingang der Stadt. Hervorragend. So, das machen wir zuallererst. Und mein Verkehrsminister meinte dementsprechend auch noch, dass sie auch keine Zone in der Querallee ausweisen soll. Ich sollte sozusagen diese Hauptschlagadern, die Pulsadern meiner Stadt möglichst freilassen, damit hier der Verkehr sehr, sehr schön durchfließen kann. Wir wollen uns daran, doch wirklich orientieren und uns daran halten. Also werde ich auch hier die Zonen nicht mehr ausweisen. Oh, fuck. Kann man ein Steuerung Z machen? Geht auch schon wieder, alles klar. Habe ich jetzt gerade Industrie dahingestellt? Ja, habe ich. Alter! So, jetzt nochmal. Alles so und jetzt das weg. Ich glaube, ich hüte mich jetzt davor, hier weiter Steuerung zu drücken. Sonst mache ich hier die ganze Zeit alles weg, was ich warum wegmachen will. Also, lieber ganz, ganz manuell und kein Stress. So, so viel also dazu. Jetzt habe ich die Zone hier so ein bisschen freigeräumt von meiner Allee. Ja gut, dann kann ich diese Zone eigentlich auch gleich wegmachen. Da passiert aber so nichts. Alles klar. So, jetzt reißen wir das noch ein. Könnten natürlich eigentlich auch das hier auch begrünen sozusagen. Sind dann immer diese Hauptverkehrszonen, diese großen Alleen sind dann dementsprechend immer flankiert von schönen grünen Feldern, schönen Wäldern. Das ist doch eigentlich meine Idee. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt also die Alleen wirklich schön umrahmen von weiteren Bäumen. Das ist doch sehr, sehr wunderbar, ist das. Da denkt man, man fährt in so eine Stadt rein, fährt die ganze Zeit auf den Hauptstraßen und denkt, krass, das ist ja hier alles super grün. Und so werden wir das also machen. Okay, jetzt hier nochmal. Ach, da kommen jetzt schon die Bäumchen von alleine. Hervorragend. Dann machen wir das doch glatt so. Alles klar. So. Aber nichtsdestoweniger trotz müssen wir natürlich diese Stadt auch größer machen. Das heißt, wir werden auch erstmal hier weitere Straßen ziehen, damit dort... Das ist, glaube ich, zu weit, oder? Zu weit gefasst. Diese Histrien habe ich, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden. Das müsste mir eigentlich Alan De Silva, ja, als mein Verkehrsminister mal erklären. Wenn ich jetzt... Was sind zum Beispiel diese beiden Querlinien? Wenn ich jetzt hier was ziehen würde, würde das dann heißen, dass ich vielleicht für die niedrige Dichte hier den optimalen Abstand hätte? Und was ist das hier für die hohe Dichte? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich hier eine Straße ziehe, ist doch hier die Mitte auf jeden Fall frei. Selbst hier ist die Mitte ja gut noch frei, aber trotzdem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so richtig ist, was hier ist. Hm. Aber, na gut, ich kann es ja mal versuchen, das hier zu machen. Aber das kommt mir viel zu weit vor, ehrlich gesagt. Hm. Na gut. Da mache ich jetzt wahrscheinlich gerade einen riesen Fehler. Ihr müsst schreien. Ich werde es leider nicht hören, aber gut. Ich mache jetzt mal erstmal groß, kleiner fassen kann ich es dann ja immer noch. So, die Allee natürlich ebenso. Hier Querfeld einziehen. Das ist mir langsam ein bisschen zu schief und krumm, was hier passiert. Aber naja, da will man mal alles gerade bauen, aber dann geht das trotzdem nicht. Na komm schon. Na, so können wir es hin. So, da haben wir es auch. Hier müssen wir jetzt mal ein Tempo machen. Und dann können wir hier auch weitere Zonen ausweisen. So, wir können jetzt zum Beispiel mal Geschäfte hier langfahren, langziehen lassen an dieser oberen Straße. Und dann machen wir hier
dann die Wohnung hin. Oh ja, keine Zonen hier ausweisen, keine Zonen an der Hauptstraße, ja. Und ich gleich einen Fehler nochmal machen. Das ist alles wieder Kommando zurück. Und da stattdessen schöne Bäumchen hinpflanzen. So, da wurde schon ein bisschen gebaut. Das wollen wir dann gleich mal wieder einreißen. Denn wir haben andere Pläne für diese Allee. Und wir bleiben bei unseren Begrünungsfimmel. So. Das heißt, da setzen wir alles auf Natur. Hebt ja auch den Grundstückswert. Ist ja auch nicht so schlecht eigentlich für unsere Pläne, die wir haben in dieser Stadt. Und hier ziehen wir die Straßen dementsprechend nochmal weiter. Wenn ich hier schon mal eine Linie habe, dann nutze ich die auch und werde auch hier nochmal eine Straße ziehen. Dann hoffen wir mal, dass das auch richtig war. So. Was soll ich machen? Noch weitere Wohngebiete ausweisen. Jetzt aber am Wald vorbei. So. Haben wir das auch erledigt. Also ihr seht schon, FatTech wird hier im großen Stil aufgezogen. Da mache ich keine kleinen Sachen. Und hier können wir auch mal vielleicht ein paar Geschäfte wieder an Land bringen. So, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hier sind wir auf jeden Fall in einem großen Bauboom unterwegs. Aber auch das Industriegebiet, das muss natürlich auch ausgebaut werden. Auch da werde ich mal hier weitere Straßen reinziehen, damit wir auch hier die große Industrie... Da sehen wir es, da haben wir es jetzt nämlich zwischen nicht so aufgebaut. Jetzt könnte ich ja vielleicht das so machen. Da ist mir schließlich auch eine Hilfslinie. Ich orientiere mich aber mal daran und schau mal, ob das richtig war. Ah, nein, hier wieder nicht. Ja, man ist dann immer in diesem Modus, gerade weil es ja diese super tolle Komfortfunktion gibt, dass man hier auch ausbauen kann. Aber dann bringt das ja eigentlich gar nichts, dass ich jetzt gerade so gemacht habe, oder? Vielleicht kann ja mein Verkehrsminister hier eine Ausnahme erlauben, aber das werden wir ja sehen. Wahrscheinlich schimpft er gleich wieder mit mir, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Beziehungsweise jetzt unter den Comments. Mal schauen. So, Wohlstand, habe ich gerade gelesen. Wohlstand mag ich gerne. Auf jeden Fall machen wir gerade saftige Plusse, das seht ihr. Und wir können mal schauen, was man noch so machen kann. Da hat nämlich hier noch ein Tipp für FatTech. Nintendo Forever hat gesagt, dass sich diese Stadt ja hervorragend eignen würde für die Spezialisierung Electronic. Da hast du wohl absolut recht und wir gucken mal auf die Spezialisierung. Da sehen wir es ja. Elektronik, natürlich FatTech. Was könnte sich da besser eignen, als wenn wir da eine Hightech-Industrie mit einer Spezialisierung auf Elektronik machen würden? Schau mal, was es hier eigentlich so gibt. Weiß ich gar nicht. Eine Prozessorfabrik. Dafür brauchen wir Industriegebäude der mittleren Technologiestufe. Aha. Ich weiß noch nicht, wie wir die hinkriegen, aber das ist schon mal interessant. Was gibt es hier? Eine Elektronikzentrale. Stellen Sie sich dem technischen Fortschritt. Aha, aha. Das klingt geil. Soll ich die mal einfach mal bauen? Klingt irgendwie cool. Eine Elektronikzentrale, das würde eigentlich auch richtig gut passen, aber die ist natürlich noch nicht genehmigt, weil ich noch keine Prozessoren erstellt habe. Um Prozessoren zu erstellen, brauche ich eine Prozessorfabrik. Dafür brauche ich Industriegebäude der mittleren Technologiestufe. Was ich auf jeden Fall wahrscheinlich deswegen brauche, nehme ich jetzt aber mal an, ist ein erhöhtes Bildungsniveau und vielleicht auch größere Fabriken, oder? Ich habe jetzt ja auch immer noch hier die unterste Dichte, vielleicht könnten wir da auch mal die Straßen upgraden und dann auch das... ach, das ist schon eine hohe Dichte, immerhin. Na gut. Und auch das, Dings bauen, das Handelsdepot. Das hat nämlich Lord Wolters gesagt, mein Wirtschaftsminister, der meinte, naja, du brauchst natürlich auch hier in FatTech ein Handelsdepot samt Versandlager. Das stelle ich am besten hier hin, wo auch die neue Industrie zugegen ist. Dann würde ich sagen, dann mache ich das doch glatt. Also, wo war das nochmal? Ich glaube auch unter dem Punkt Spezialisierung, unter dem Punkt Handel. Und da haben wir es ja auch schon, das Handelsdepot. Und da würde ich mal sagen, dann werden wir das hier mal gleich irgendwo reinpfeffern. Hier bei der neuen Industrie. Wie wäre es denn zum Beispiel jetzt hier irgendwie in der Gegend? Na, wäre das gut? Dann haben wir ja jetzt wenig Platz für die Erweiterung, oder? Naja. Und da würden wir eigentlich auch... Ach komm, ich mach's ja jetzt trotzdem dahin. Aber müsste ich nicht dann auch hier die Straße wieder haben? Ich sehe... Also so ein Handelsdepot bräuchte wahrscheinlich auch eine gute Verkehrsanbindung, oder? Vielleicht könnte ich ja hier eine T-Kreuzung machen, dass ich nur hier Straßen habe. Wenn nicht, dann werde ich die wieder wegmachen. Aber sonst klingt das für mich eigentlich ganz gut, wenn wir hier wenigstens die Straße wiederherstellen. Mal gucken, was mein Verkehrsminister dazu sagt. Wenn er sagt, dass das keine gute Idee war, dann mache ich die Straße halt wieder weg. Ansonsten kommt da jetzt noch eine T-Kreuzung hin. So. Hier ist also mein Handelsdepot. Und das ist schon rammelvoll. Das heißt, wir wollen gleich mal ein paar Versandlager ranbauen.
Das ist der Plan und deswegen haben wir ja auch hier so schön viel Platz. Und dann machen wir das auch glatt. So, was kann ich hier noch machen, um das Handelsdepot abzupushen? Vielleicht noch ein paar Garagen hinsetzen? Naja, wenn wir schon mal alles auf volle Kapazität machen, dann machen wir das auch. Und machen jetzt sogar noch ein Handelsdepot-Schild. Ja, siehst du, voll abgegradet. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann meine Industrie sich freuen, dass sie das Handelsdepot hat. Und das ist doch auch mal eine schöne Sache hier in Fat Tech. So, jetzt hat Arbo W4 und der Spielmann Björn, mein Kultusminister, gesagt, eine Bildungsabteilung in Fat Tech würde sich natürlich sehr, sehr gut machen. Und dem stimme ich mal voll und ganz zu. Wir wollen schließlich, dass das hier eine Arbeitsstadt mit einem hohen Niveau wird, anders als Fat Industries. Und das heißt, ich werde jetzt auch hier im Gemeindehaus beim Upgrade gleich auf das richtige Pferd setzen. Also, erstmal ein Feuerwerk, welches wir hier genießen können und dann schauen, was wir machen können. Wir können natürlich eine Bildungsabteilung bauen. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Bildungsabteilung. Wir denken an unsere ganze Bildungsgeschichte, an unsere Intelligenz. Ein Appell. Und da werde ich hier die Bildungsabteilung, die können wir eigentlich auch ganz schön hier ransetzen, oder? In diesen Park rein machen wir es auch. Zack. Da ist sie, die Bildungsabteilung. Sehr, sehr schön. Was kann ich jetzt mit der nochmal machen? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall auch schon mal auf das Thema Bildung. Aha. Und da wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Wir könnten schon mal eine allgemeine Hochschule eigentlich auch reinpflanzen hier. Gymnasium. Was brauche ich denn dafür nochmal? Eine Bildungsabteilung habe ich ja. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass die Schüler und Studenten in der Region, was, bisher 13? Das ist ja wohl ein bisschen wenig, finde ich, oder? Sollte ich eigentlich schon mal die Hochschule reinsetzen, obwohl ich nur 6500 Einwohner habe? Wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl... Erhöht die Technikstufe der Industriegebäude. Ich mach's schon mal. Auch wenn ich jetzt noch nicht genug Bewohner habe, ist ja egal. Ich denke an die Zukunft. Ich bin ja im Kopf schon viel, viel weiter. Also kann ich jetzt eigentlich auch schon hier eine Uni reinsetzen, eine Hochschule reinsetzen. Also, komm. Machen wir. Können wir eigentlich auch hier, glaube ich, an diese... Hier ist ja... Hier wird das, hier könnte das Gymnasium sein. Hier könnte die Hochschule dann sein. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach, oder? Oder hier an die Straße? Ja, komm, wir machen die Straße noch ein bisschen weiter. So... Und setzen dann hier an der, an dem Eck, dann gleich hier die Hochschule hin. So! Keine Kompromisse! Wir wollen einfach mal es komplett raufsetzen, was sie gibt. Und natürlich auch mehr Schüler für unsere Grundschule. Das heißt, wir wollen mal hier auch mal wieder ein paar Schulbushaltestellen setzen. So, das machen wir jetzt immer auf der Seite und hier auf der. Einmal dahin, einmal dahin. Oh, da sehen wir schon, wie die Zufriedenheit durchströmt. Hervorragend. Und auch hier können wir das machen. So, hervorragend. Dann sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier. Und hier gibt es immerhin 42, 74, Sims 50. Na, seht ihr, da gibt es richtig was zu tun hier. Aber einen Ausbau mache ich noch nicht. Doch, einen Fahnenmast, den kann ich mir schon mal hier hinholen irgendwo. Zack. Ansonsten ein Hochschulschild. Sogar stabil steht da. Na toll. Das nehmen wir auch gleich mit. So. Also alles für die Bildung hier in Fat Tech. Und da ist mir auch die Hochschule nicht zu teuer und nicht zu früh. So, wie sieht's hier aus? Da wird noch fleißig unterrichtet. Ich baue da auch gleich mal ein bisschen was aus. Ja, wie sieht's hier aus? Ich habe hier mittlerweile eher größere Probleme, was hier am Lang. Feuer zum Beispiel. Brände außer Kontrolle. Oha. Sehen wir hier zum Beispiel. Die sind wirklich außer Kontrolle. Ich sollte vielleicht mal eine Feuerwehr bauen. Hier in Fat Tech. Und die kann ich ja, öffentliche Gebäude, meint jedenfalls Alan de Silva, soweit ich mich erinnere, darf ich auch an dieser Allee bauen. Dann mache ich das jetzt auch. Werde jetzt also hier eine Feuerwehr hinpflanzen. Und da können wir doch vielleicht auch gleich mal... Ach ne, wir warten erstmal. Was da passiert? Erstmal haben wir das schon mal dahingesetzt. So, verletzte Sims. Auch ein Krankenhaus können wir eigentlich auch hier hinbauen. Geld werden wir in dieser Stadt hoffentlich genug haben. Also eine Klinik könnten wir auch gleich mal hier an die nächste Kreuzung setzen. Warum nicht? Auch ein öffentliches Gebäude darf eigentlich auch wieder hier hin. Also auch eine Klinik für diese Stadt. Eine Polizeiwache haben wir auch noch nicht, glaube ich, ne? Wir sind gerade noch, wir importieren immer noch gerade Sicherheitskräfte. Auch das können wir regeln. Wir haben genug Geld in dieser Stadt und auch diese Stadt darf ihre eigene Polizeiwache haben. Seht ihr mal. So, legen Sie Parks an, um die Grundstückpreise zu erhöhen. Das ist auch etwas, was wir hier machen wollen.
und es braucht nur noch einen geeigneten Ort. Wir könnten natürlich, da hier gerade so viele Freiflächen sind, interessante Idee jetzt von mir, ich hoffe, die ist auch richtig, wenn wir jetzt hier so einen kleinen Weg in die Mitte packen würden, oh, das ist jetzt ein bisschen krumm und schief, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also hier so einen kleinen Weg rein und dann hier einen Park machen, könnten doch eigentlich die alle davon profitieren, könnten sich trotzdem ausbreiten, oder? Weil hier so viel Platz ist. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die so viel Platz brauchen. Wir können es ja mal probieren. Wir können ja mal hier jetzt mal was richtig Krasses hinsetzen. So ein Blasenbrunnen oder... Ne, ein Amphitheater wäre vielleicht doch ein bisschen zu groß. Ja, nee, das ist alles noch zu groß, glaube ich. Was können wir denn machen? Nee, Basis. Nee, ich will schon für die höheren... ich kann ja erstmal klein anfangen mit einem Teich. Obwohl, dann habe ich das Gefühl, dann ist doch wieder zu wenig Platz da. Hm. Wollen wir es aber mal versuchen? Nee, wir können die Parks natürlich eigentlich auch dahin bauen, oder? Ja, da haben die ja da oben aber nichts davon. Ich mach's einfach mal. Ich setze da jetzt einfach mal einen Teich hin. Und ich schau mal, wie sich das entwickelt. Das ist also hier quasi eine Art Pilotprojekt für einen Innenhofbegrünung hier. Na, die bauen auf jeden Fall schon mal. Aber mal gucken, wie sich dann weiter entwickelt. Wir können natürlich auch mal optional an der Hauptstraße einen Park bauen. Dann nehmen wir uns hier was schön Klassisches. Hier zum Beispiel... Was, das Amphitheater soll ja richtig gut sein, habe ich gehört. Das soll ja auch... Das ist auch schon ziemlich teuer, ne? Das kostet nur halb so viel. Hat aber auch nur so ein... Die Ra... Also vom Radius her ist mir das alles immer viel zu wenig, muss ich sagen. Ich habe immer das, das Bedürfnis, dass... Ich kann nicht an jeder Ecke einen Park bauen. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Ich könnte hier aber trotzdem mal versuchen. Hier ist sowieso schon so eine Abteilung, mein Rathaus und so. Da passt auch so ein Glitzerbeckenpark richtig gut rein. Ich mache jetzt einfach mal hier rein, so einen kleinen Park. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, die freuen sich immerhin alle. Na, mal schauen. So. Eins nach dem anderen. Und wir können erstmal... Haben wir hier nicht mehr, genau. Wir haben nämlich da zwei Trümmer in der Stadt. Das sind die niedergebrannten Gebäude. Bevor ich überhaupt dazu kam, hier eine Feuerwache zu bauen. Das heißt, wir gehen da mal hin und planieren die. Verlassene Gebäude gibt es auch. Zu viele Opfer. Ja. Ihr seid auch Opfer, ey. Was ist hier los? Grundbrand. Ja, ja, ich habe ja schon eine Feuerwache gebaut. Kriegt euch wieder ein. Gibt es noch ein verlassenes Gebäude? Nee, das war jetzt alles. Oh, ich habe gerade, glaube ich, die Straße gecuttet. Das sollten wir vielleicht schnell wieder rückgängig machen. So. Was gibt's noch zu tun in Fat Tech? Ich würde sagen, ich habe all eure Vorschläge schon mal eingebracht und wir warten einfach mal, was hier so passiert. Auf jeden Fall sieht das eigentlich alles schon ziemlich gut aus. Würde ich mal sagen, das nimmt hier schon geregelte Bahnen an. Und wir könnten vielleicht auch hier in der Verwaltung, was kann man denn hier schon wieder machen? Das Gemeindehaus, warum hat denn das gerade so pulsiert? Naja, egal. Ich würde sagen, hier läuft alles optimal und wir werden mal nach Fat Industries reingucken. Da hat nämlich mich Dario netterweise mal wieder darauf hingewiesen, dass das Rathaus auch hier upgradet werden kann. Jawohl! Und ich kann auch meine Villa upgraden. Dario meinte, dass es dort ziemlich geile Upgrades gibt, ziemlich geile Features für dieses, für diese Rathaus Dingenskirchen und für die Bürgermeister-Villa. Und dann mal schauen, ob wir das da machen können und wo wir das alles machen können. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier in unser Rathaus gehen. Wo ist denn das überhaupt nochmal? In Fat Industries? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo an der Hauptstraße, dachte ich eigentlich. Hier müsste doch irgendwo mal ein Rathaus sein. Hier ist die Grundschule. Da ist es ja! Rathaus! Upgrade verfügbar! Na, seht ihr mal. Da wollte ich doch gleich mal upgraden. Was haben wir denn hier eigentlich für Abteilung? Bisher am Start. Das werden wir jetzt sehen. Das ist die Sicherheitsabteilung und die Finanzabteilung. Alles klar. So, eine Versorgungsabteilung haben wir schon in der Region, wenn ich mich recht entsinne. Tourismusabteilung. Haben wir das nicht alle schon? Verkehrsabteilung? Ich meine ja. Also ich weiß immer noch nicht, ehrlich gesagt, welche Abteilung ich hier im Fat Industries bauen soll. Sagt mir aber Bescheid. Wäre cool. Dann wüsste ich einfach auch mal, was ich da machen kann. Und ansonsten werde ich jetzt einfach mal meine Bürgermeister-Villa in Fat City weiter upgraden. Denn dort... ist ja schließlich auch die Schönheit, immerhin die Schönheit meiner Villa zu Hause. Da habe ich nämlich eine gebaut. Hier habe ich ja nur das Bürgermeisterhaus am Start. So, hier läuft übrigens alles richtig gut, finde ich. Und ich mache natürlich wieder satte Gewinne. Und ich würde sagen, das Geld, was wir haben, können wir auch gleich mal wieder in der Regionsansicht zu unserem Sorgenkind, zu unserer Hauptstadt, zu Fat City schicken. Dann machen wir das doch glatt.
200.000, ab geht's. Und wir gehen dann mal rein in unsere Hauptstadt. Ja, Fat City. Dort, wo die Sorgen zu Hause sind. Dort, wo ich beim letzten Mal, beim vorletzten Mal sehr, sehr viele Einsparungen habe machen müssen, damit die Stadt überhaupt dem Bankrott entrinnt. Und wir gehen jetzt hier mal rein und schauen, was wir da machen können. Ob wir überhaupt Geld genug haben, diese Villa abzugraden, das werden wir sehen. Auf jeden Fall machen wir immer noch miese. 22.000, na gut, es ist auch gerade eine sehr, sehr schlechte Zeit, um mit dem Casino Geld zu machen. Hier um 4.32 Uhr. Wie sieht es eigentlich aus mit den Krediten? Die habe ich ja schon dreifach genommen. Alles ist irgendwie hier geschlossen. Na, immerhin ist der Busbahnhof wieder da. Aber ich könnte ja, ich glaube, so einen Tipp hat mir auch jemand von euch gegeben. Ich könnte hier zum Beispiel im Rathaus einzelne Flügel schließen. Verkehrsabteilung, Versorgungsabteilung. Keine schlechte Idee. Wenn ich hier die Versorgungsabteilung schließe und in Fat Industries eine baue, dann wäre das gar nicht schlecht, oder? Was ist hier die zweite Abteilung? Tourismus war das, oder? Nee, Verkehr. Doch, Verkehr, Versorgung und Tourismus. Ich könnte doch Verkehr und Versorgung, würde doch eigentlich auch viel besser passen. Verkehr und Versorgung baue ich dann in Fat Industries und dann könnte ich die dort abreißen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Verkehr und Versorgung. Das in Fat Industries und da schließen und dann hätte ich dort auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung. 500 dauert, kostet das nämlich in der Stunde, so einen Flügel zu unterhalten. Und das ist Geld, was Fat Industries auf jeden Fall hat und Geld, was wir in Fat City auf jeden Fall auch einsparen sollten. Also ich würde sagen, ich hoffe, ich lehne mich hier nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Idee. Okay, alles klar. Wir gehen also hier aufs Rathaus, graden das ab. Und zwar mit einer Versorgungsabteilung. Zack. Zu wenig Simoleons. Ach nein, wir haben das Geld gerade weggeschickt. Scheiße. Oh, geil. Na gut, hier können wir uns eigentlich auch Kredite nehmen, oder? Ich meine, die haben wir doch sowieso gleich wieder abbezahlt. Dann nehme ich mir jetzt einfach hier mal einen kleinen Kredit, damit ich hier eine Abteilung bauen kann. Also, Versorgungsabteilung. Und jetzt... Ach, die haben wir schon. Sicherheit, Finanz. Hier ist das Limit erreicht. Aber hier, Verkehrsabteilung. Und eine Verkehrsabteilung. Haben wir da noch irgendwo Platz für? Na komm, wir müssen irgendwo diese Verkehrsabteilung hinbauen können. Überlagerung. Vielleicht könnte ich mein Bürgermeisterhaus dort cutten. Ja. Ich reiße das einfach mal ab. Interessiert das sowieso keiner, ob ich da wohne oder nicht. Und dann können wir hier vielleicht zu der Versorgungsabteilung auch eine Verkehrsabteilung ansetzen. Na? Nee. Ja, toll. Das hat's ja gebracht. Aber immerhin, die Versorgungsabteilung ist gebaut. Und ich kann also dann wieder mal switchen zu Fat City und dort die Versorgungsabteilung einreißen. Dann sparen wir immerhin 500, wenn auch nicht 1000. Aber das ist ja schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Und dann würde ich das einfach mal machen. Okay, alles klar. Also ihr seht, hier geht es wirklich an die Grundfeste unserer Hauptstadt. Die wird so ein bisschen ausgehöhlt. Gerade auch, jetzt wird es natürlich wirklich ein bisschen hakelig. Wenn wir jetzt wirklich sogar das Rathaus hier downgraden in unserer Hauptstadt, das nimmt natürlich auch so ein bisschen diesen Anspruch, dass es überhaupt eine Hauptstadt ist. Aber na gut, die Zeiten erfordern eben harte Maßnahmen. Ich werde also jetzt hier die Versorgungsabteilung einreißen und wir können hier ein bisschen mehr durchatmen, machen jetzt noch dreistellige Verluste in der Stunde. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. So, was ist mit dieser Straße? Die wird doch gleich sowieso eingerissen. Wir sind ja auch immer noch hier, alles so ein bisschen zu begradigen in Fat City. Und jetzt machen wir auch immerhin mal wieder Plus. So, Plus ist gut. Was ist hier los? Fehlende Kunden. Ja, verlassene Gebäude. Das haben wir auch wieder mal. Aber das habe ich ja gleich gesehen, erkannt. Gefahr gebannt. So, wir sehen gerade übrigens, diese Straße hier ist sehr, sehr krass verkehrstechnisch. Und ja, das Rathaus. Ach, müssen wir das ganze Rathaus einreißen, echt. Da haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Aber wir können natürlich erstmal hier versuchen, da eine Straße reinzuziehen. Ja, damit wir auch diese Sache hier etwas begradigen. Aber dann müssen wir das Krankenhaus umnieten. Das wäre, glaube ich, auch keine gute Idee. Aber immerhin hier schon mal eine gerade Straße rein. Dann könnten wir da verbinden. Na, da hätten wir hier wenigstens so einen kleinen Block geschaffen. Da ist das Hotel zwar weg. Ich glaube, dadurch haben wir nicht viel gewonnen, oder?
Ja, diese Begradigungsmaßnahmen, die sind nicht einfach, aber hier sieht es höchst ineffizient aus, was hier passiert. Da könnten wir wahrscheinlich auf jeden Fall so ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Also, zack, dieses Viertel wird jetzt mal dem Erdboden gleich gemacht. Und diese Straße wird auch erstmal gecuttet. Was gibt es hier? Auch nichts mehr. Und dann wollen wir mal schauen. So. Da würde ich sagen, würde ich diese Straße verknüpfe ich dann mit der Hauptstraße. So. Und kann hier mal eine Straße weiter ins Feld reinbauen. Und dann schauen wir mal. Hier vielleicht nochmal rein. Und dann haben wir noch ein kleines Karree erschaffen, wo dann vielleicht größere Gebäude reinkommen. Okay. Ja, diese Begradigungsgeschichte, die wird immer schwieriger, dass ich hier nicht zu viel kaputt mache. Jetzt stehen sie ja alle in diesem Karree. Geil. Also verkehrstechnisch wird das noch eine ziemliche Herausforderung. Ich habe auch mal, jemand von euch hat auch mal die Idee gehabt, dass ich einmal noch eine große Querstraße reinziehe in diese Stadt. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Wo könnte ich das zum Beispiel machen? Hier könnte ich zum Beispiel nochmal eine große Querstraße reinziehen, die das Ganze so ein bisschen entlastet hier, verkehrstechnisch. Das wäre, glaube ich, echt keine schlechte Idee. Vielleicht einfach mal hier quer rein. Ja, da sollte ich mir echt mal überlegen. Hier zum Beispiel so eine Straße rein. Ihr wisst, was ich meine. Da muss ich aber noch eine Menge einreißen, bis es überhaupt dazu kommen kann. So. Ah Gott. Es wird wirklich schwierig, Fat City auf den rechten Pfad zu bringen. Und ihr seht es auch hier. Hier fehlt es mal wieder an allen. Die Gebäude brauchen Wasser. Wir haben gerade große Probleme in der Wasserversorgung, sehe ich gerade. Oha. Da müssen wir auch mal aufpassen. Was sieht denn, wie sieht es denn hier aus? Die ist geschlossen? Die Versorgungsabteilung muss offen sein. Ah, geil. Aber ich dachte, die Versorgungsabteilung in der Region muss offen sein, nicht in der Stadt. Aber es dauert wahrscheinlich wieder ein bisschen bis... Ach, Gottes Willen. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Es muss wahrscheinlich erstmal die Versorgungsabteilung in Fat City, in Fat Industries geöffnet werden, bevor wir hier wieder Wasser bekommen. Und das heißt, bis dahin stauen sich hier die Abwasser und wir haben große Probleme auch noch in der Wasseraufbereitung. Oh mein Gott. Also, ja, das kann hier echt noch große Probleme geben. Und ich würde sagen, wir warten dann mal darauf, bis diese Abteilungen wieder geöffnet sind. Und werfen noch in diesem Let's Play einen letzten Blick auf unsere vierte Stadt im Bunde. Das ist Fantastica. Ich habe keine Tipps bekommen für Fantastica bei dem letzten Let's Play unter den Kommentaren. Und ich würde sagen, naja, in Fantastica läuft ja auch gerade alles so halbwegs nach Plan. In puncto Schönheit haben wir ja gerade ein paar Probleme, weil wir hier die Stadt erstmal rentabel machen mussten. Aber das haben wir geschafft. Die Stadt macht Plus, die Stadt hat Touristen. Und das sieht ja eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Sehr, sehr süß, wie die Leute hier rumfahren in diesem großen Bogen um den Arc de Triomphe, um den Triumphbogen, der große Bogen um den Triumphbogen. Und kredittechnisch könnten wir wahrscheinlich sogar gleich den ersten abbezahlen. Auch das ist möglich. Und ansonsten sieht das hier eigentlich erst alles ganz gut aus. Oha, da haben wir gerade Geld bekommen. Das heißt, da werde ich gleich mal den Kredit abbezahlen, damit wir noch mehr Geld machen. Und das sieht eigentlich alles ganz schön aus. Trotzdem habe ich noch keine deutschen Gebäude gesichtet, was mich ja persönlich sehr, sehr stört, da ich doch hier extra das Brandenburger Tor für sehr, sehr viel Geld reingepflanzt habe. Aber noch kein Fachwerk in Sicht. Korrigiert mich, falls ihr eins seht. Ich sehe es nicht. Und was wollen die Bürger von Fantastica? Wir schauen mal rein. Eine Wette. Wenn sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in den Park zu holen, haben sie den Auftrag erfüllt. 100 Sims. Wir haben doch viele Parks, oder? Na klar. In diesem Stadtpark, Besuch pro Tag 191. Da kriegen die ja wohl hin. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall möglich. Aber hier scheint noch was zu sein. Wir zoomen rein. Archäologieaufbau. Hätten viele Arbeiter und Studenten Platz. Aha. Aber in Archäologie ist das nicht so ein Großprojekt.
Ach, keine Ahnung, ich sag einfach mal nein. Wir haben hier andere Dinge im Kopf. Zum Beispiel die Wasserversorgung. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wasser aus der Region verfügbar und wir haben hier gerade so gut wie gar kein Wasser. Aber ich glaube, wir haben auch, wir können erstmal ein paar Wassertürme bauen, oder? Erstmal. Ja, hier zum Beispiel haben wir genug Wasser da und bevor wir uns da... Oh, ein Erdbeben. Ein Erdbeben in Fantastica. Oha, das Epizentrum sogar an unserem Bahnhof. Oh mein Gott, ich hoffe, es geht nichts kaputt. Oh, oh, doch. Und das tut es. Hier gerade Trümmer unterwegs, Trümmer. Oh mein Gott. Zum Glück hat es den Bahnhof nicht erwischt, ja, das muss ich ja mal sagen. Dann wäre es nämlich echt bitter gewesen. Den hätte ich ja komplett neu aufbauen müssen. Aber zum Glück ist da nichts passiert. Sehr gut. Da brauche ich nochmal einen zweiten Wasserturm hin. Da haben wir das erstmal grundsätzlich erstmal geklärt. Die Situation mit dem Wasser. Und das Thema Feuerwehr. Wie sieht's aus? Kleine Brände überall. Dann löscht sie halt. Die haben immer Probleme, die Jungs hier. Ne? Und wir werden hier auch nochmal unseren zweiten Kredit abbezahlen. Und jetzt ist Fantastica Gottlob schuldenfrei und finanziert sich selbst. Und ich würde mal sagen, das hätten wir ja nicht gedacht, dass diese Stadt das schafft. Und das ist doch mal ein schöner Ausblick, auch für das nächste Let's Play, wo wir mal wieder unsere Region fett spielen, weiter vorantreiben wollen. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Wünsche oder irgendetwas habt für meine vier Städte hier, dann sagt sie mir. Und wir sehen uns das nächste Mal beim letzten Let's Play. Euer Fat Fred von fettspielen.de.